Ja, meine Damen und Herren, wir hatten gestern die Niedersachsenwahl und haben das natürlich als ersten Punkt in unseren Gremiensitzungen diskutiert, neben anderen Punkten, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Nach der Niedersachsenwahl möchte ich als erstes Herrn Weil gratulieren. Er hat die SPD zur stärksten Partei in Niedersachsen gemacht. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch Bernd Althusmann gratulieren. Das Wahlziel, stärkste Partei zu werden, ist nicht erreicht worden. Aber ich war sehr häufig in dem Wahlkampf und es ist engagiert gekämpft worden. Und deshalb ein herzliches Dankeschön dafür. Es gab sicherlich eine, so haben wir das heute analysiert, auch durchaus eine Zufriedenheit mit der Landespolitik von einem Teil der Bevölkerung. Deshalb war es nicht ganz einfach, diesen Wahlkampf dort zu führen. Wir haben das Wahlziel, stärkste Partei zu werden, nicht erreicht. Allerdings weicht die Stimmenzahl derer, die die CDU gewählt haben, nur sehr unwesentlich ab von dem Ergebnis von vor 5 Jahren. Und deshalb möchte ich auch als CDU-Vorsitzende allen Wählerinnen und Wählern danken, die die Christlich-Demokratische Union in Niedersachsen gewählt haben. Wir haben ein zweites Ziel allerdings erreichen können. Rot-Grün in Niedersachsen ist abgewählt. Und nun liegt natürlich die Verantwortung bei dem Ministerpräsidenten Weil, auf die verschiedenen Partner zuzugehen, um eine Regierungsbildung auch voranzubringen. Wir haben uns dann heute beschäftigt natürlich auch mit dem Ergebnis der Wahl in Österreich. Ich habe gestern Abend schon Sebastian Kurz gratuliert. Die Österreichische Volkspartei ist wieder stärkste Kraft geworden nach vielen Jahren. Und das ist mit großer Sicherheit auch zu verdanken der Tatsache, dass Herr Kurz sehr energisch die Erneuerung der Partei betrieben hat, auch sehr unkonventionelle Listenaufstellungen vorgenommen hat, eine sehr moderne Kampagne geführt hat. Auf der anderen Seite ist die relativ starke FPÖ natürlich eine große Herausforderung, auch für die politischen Kräfte in Österreich. Der Wahlkampf war sehr hart geführt insgesamt. Und ich denke, wir warten jetzt die Regierungsbildung ab. Und dann werden wir natürlich auch gerade auf der europäischen Bühne hoffentlich gut miteinander zusammenarbeiten. Wir haben dann die Sondierungsgespräche ins Visier genommen heute, denn sie werden ja in dieser Woche beginnen. Mittwoch das Treffen mit der FDP und den Grünen, jeweils separat. Donnerstag werden sich die Grünen und die FDP treffen und Freitagnachmittag dann in großer Runde das erste Sondierungsgespräch. Wir haben darüber gesprochen, wie gehen wir in diese Sondierungsphase hinein. Wir gehen so hinein, dass wir uns fragen, was braucht Deutschland? Was kann und muss eine gute Regierung an Problemlösungen anbieten, damit die Menschen in Deutschland spüren, dass diese Regierung das Richtige tut? Wir sehen das Ganze unter der Maßgabe, dass es sich um einen Gestaltungsauftrag handelt. Das heißt also, dass wir die Möglichkeiten ausloten, was geht gemeinsam. Und wenn wir über Themen reden, die in diesem Zusammenhang von Wichtigkeit sind aus unserer Sicht, dann sind das nachhaltige soziale Sicherungssysteme, natürlich Wirtschaft und Arbeit, Arbeit auch gerade im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Digitalisierung. Das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland und hier die Schwerpunkte ländliche Räume auf der einen Seite, aber eben auch bezahlbarer Wohnraum in den Großstädten. Der Zusammenhalt der Gesellschaft, ganz besonders auch unter dem Blickpunkt der Familien und natürlich das gesamte Thema der inneren Sicherheit. Es bleiben andere wichtige Themen, die ich jetzt nur stichwortartig nennen kann, wie das Thema Integration oder eben auch das Thema der Fachkräftezuwanderung. Uns ist klar, dass das nicht einfache Gespräche werden, aber es hat sich heute in der Diskussion der Gremien sehr deutlich herausgestellt, wir nehmen diese Herausforderung an. Wir haben unsere Positionen, die uns wichtig sind, die wir aus unserem Regierungsprogramm natürlich auch in den Mittelpunkt stellen. Aber wir wissen auch um unsere Verantwortung und dafür, dass dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland, natürlich auch eine möglichst gute Regierung braucht. Das war's, was wir heute besprochen haben. Und ich übergebe das Wort. Ja, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, das war ein spannender Wahlkampf in Niedersachsen, der bis in die letzten Minuten, spät in die Nacht hinein, am Ende
nicht ganz klar war, wie es denn wirklich ausgehen wird. Wir haben unser Ziel, stärkste Kraft in Niedersachsen zu werden, verfehlt. Das ist zuzugestehen. Aber Niedersachsen ist rot-grün, ebenfalls ohne Mehrheit. Und die nächsten Tage werden zeigen, welche Ergebnisse sich daraus dann ermöglichen. Das war ein sehr kurzer, ein sehr rauer, aber dennoch auch spannender Wahlkampf. Die Wahlbeteiligung ist nochmal um 4% gestiegen. Und mit Blick auf die CDU in Niedersachsen sage ich, wir haben bei genauerer Betrachtung im Vergleich zum Jahr 2013 ganze 119 Stimmen weniger bei dieser Wahl erzielt. Jetzt sind 5 Parteien im Parlament, fast 6. Auch das wirkt sich natürlich am Ende aus. Die CDU in Niedersachsen konnte unter meiner Führung auch 150.000 neue Wähler gewinnen. Die starken Umfragewerte aus August waren eine gefährliche Täuschung. Wir haben vielleicht auch Selbsttäuschung. Wir haben natürlich unzweifelhaft auch von einem guten Bundestrend zu dem Zeitpunkt profitiert. Aber bei genauerer Betrachtung der Lage in Niedersachsen ist das, was wir uns erhofft hatten, Wechselstimmung durch Alternativangebote in den Inhalten zu erzeugen, nicht wirklich entstanden. Das lag zum Teil auch an den sehr, sehr guten Rahmenbedingungen, ökonomischen Rahmenbedingungen, die Rot-Grüne Niedersachsen vorgefunden hat. Nicht eigenes Verdienst, aber der allgemeinen ökonomischen Lage geschuldet. Von daher war es natürlich auch nicht verwunderlich, dass im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen oder zu anderen vorangegangenen Landtagswahlen hier eine hohe Zufriedenheit von über 63% mit der amtierenden Landesregierung bestand. Selbst bei dem hochumstrittenen Thema Bildungspolitik lagen Rot-Grün und Schwarz-Gelb quasi für die Jahre 2000 bis 2013 verantwortlich tragend in der Schuldzuweisung der Bürger fast gleich auf. Das heißt, beiden Bündnissen wurde sozusagen nicht zugetraut, Bildungspolitik für Niedersachsen tatsächlich besser zu machen. Das haben wir letztendlich mit einzugestehen. Für mich war es eine große Herausforderung, nach fast 3 Jahren Politikabstinenz und im Ausland, wobei ich wiederhole, das hat mir persönlich und uns allen sehr gut getan, mal ein wenig Erdung zurückzugewinnen und den Blick fürs Wesentliche zu entwickeln, waren 10 Monate Zeit, real betrachtet eine relativ kurze Zeit. Möglicherweise sind auch Mitleidseffekte hinzugekommen, nachdem die SPD sich offensichtlich aus der Gefangenschaft der Großen Koalition, wie Sie es ja selber bezeichnet haben, merkwürdigerweise dann befreit haben und keine weitere Verantwortung übernehmen wollten für die bisherige Regierungspolitik. All das zusammengenommen, einschließlich auch einer hohen Motivation in der Partei, die allerdings erst zum Ende richtig mit dem TV-Duell, der direkten Auseinandersetzung mit Stefan Weil und mir, noch mal deutlich zugenommen hat. Vielleicht war das TV-Duell auch zu spät, aber es war ja an Spannung kaum zu überbieten. Insofern alles zusammengenommen, war es eine insgesamt sehr lehrreiche Zeit. Wir blicken mutig und gelassen nach vorn. Ich werde mich morgen um den Fraktionsvorsitz bewerben. Und dann werden wir die nächsten Tage abzuwarten haben, was tatsächlich an Gesprächen möglich ist. Ich sage sehr deutlich, auch die Oppositionsaufgabe ist eine ehrenwerte und wichtige Funktion innerhalb einer Demokratie. Aber die CDU Niedersachsen ist natürlich eine Partei, die auch eine politische Verantwortung trägt, auch mit dem nur zweitstärksten Ergebnis in Niedersachsen. Insofern, die nächsten Tage werden spannend und wir blicken nach wie vor trotzdem optimistisch nach vorn. Es besteht kein Grund, in Niedersachsen in Sack und Asche zu gehen oder gar Trauerflor zu tragen. Für Euphorie besteht allerdings auch kein Grund. Ich danke Ihnen. Herr Blank, bitte. Ja, Frau Bundeskanzlerin, hat in der Diskussion um den Wahlerfolg von Herrn Kurz in Österreich, haben da auch die Mitglieder Ziemiak und Spahn sich in den Gremien geäußert? Hat das eine längere Diskussion auch über den Kurs der CDU bedeutet? Und nachdem Herr Kurz einer der wesentlichen Widersacher Ihrer europäischen Flüchtlingspolitik war, könnten Sie das, was Sie vorhin angedeutet haben, also wie geht es weiter mit Ihrer Flüchtlingspolitik in Europa, etwas näher ausführen, bitte? Also ich habe ja jetzt nicht die Geflogenheit, hier einzelne Wortmeldungen protokollarisch wiederzugeben. Wir haben sehr viel über
die Ausrichtung gesprochen. Und ich muss erst mal sagen, dass das Ergebnis in Österreich ja erfreulicherweise die ÖVP an die Spitze gebracht hat und damit auch unsere Partnerpartei. Dass aber ansonsten natürlich der Wahlausgang nicht dafür spricht, dass man die Probleme schon gelöst hat, wenn man es so macht wie in Österreich. Denn ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert vorstelle. Und unser Abstand nach der Bundestagswahl zum zweitstärksten war deutlicher, als das dort der Fall ist. Und glücklicherweise haben wir eine Herausforderung durch die AfD. Aber die ist auch überschaubar noch im Vergleich zu dem, was auch mit der FPÖ an Aufgabe da ist. Und ich glaube, dass oder die CDU, das ist heute deutlich geworden, grenzt sich von der FPÖ schon sehr stark ab. Wie weit es wirklich Unterschiede in der Flüchtlingspolitik gibt, ich habe ja mehrmals auch mit Herrn Kurz bereits gesprochen, das ist im direkten Gespräch immer gar nicht so klar. Ich glaube, dass die Frage, wie gehen wir um, Fluchtursachen bekämpfen, die Frage, dass mit der Türkei ein Abkommen geschlossen werden musste, dass das alles nicht so strittig ist. Und deshalb ist da manches auch mehr rhetorischer Qualität. Aber ich werde das natürlich dann, wenn er Bundeskanzler Österreichs werden sollte, weiter vertiefen. Aber ich mache mir darüber nicht so dramatische Sorgen. Wir haben heute gesagt, und ich sage das immer wieder sehr stark in den Gremien, dass wir die Probleme lösen müssen. Und wir müssen auch gucken, was haben wir geschafft und was haben wir nicht geschafft. Und ich sehe ein großes Problem darin, das habe ich heute auch noch mal deutlich gemacht, dass bis zum, ich habe es auch bei der Jungen Union schon öffentlich gesagt gehabt, aber wiederhole es hier noch mal, dass das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei auch in der CDU nie richtig sozusagen als ein Wendepunkt dargestellt oder angenommen wurde. Ich habe es schon so dargestellt. Sondern dass immer der Eindruck geblieben ist, eigentlich möchten wir zwar, dass die Prozesse mit den Flüchtlingen besser geordnet und gesteuert werden, aber andererseits möchten wir auch mit niemandem ein Abkommen schließen, mit dem wir nicht 100% politisch übereinstimmen oder wo es große politische Unterschiede gibt, um es besser zu sagen über die Frage, was ist Demokratie. Das hemmt uns und hat uns gehemmt und das müssen wir auch aufarbeiten, denn die Situation heute ist eine völlig andere als die im Herbst 2015. Und wenn wir den Eindruck erwecken sollten, darüber waren sich aber heute auch alle einig, dass eigentlich zwischen 2015 und heute nichts passiert ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die Menschen irgendwie den Eindruck haben, Politik kann ihre Probleme nicht lösen. Es bleiben aber noch hinreichend viele Probleme zu lösen, auch gerade im Blick auf Europa und die Flüchtlingspolitik. Und da sind die Auseinandersetzungen aber stärker diejenigen mit Ländern, die sagen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, als die Auseinandersetzungen mit einem Land wie Österreich, das natürlich ordnen und steuern will, aber viele Flüchtlinge aufgenommen hat, pro Kopf der Bevölkerung sogar mehr als in Deutschland. Frau Dunz, bitte. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben darauf angesprochen, dass Sebastian Kurz sehr energisch die Erneuerung der ÖVP vorangetrieben hat. Gibt es da etwas, was Sie übernehmen können oder was Sie so beeindruckt hat, dass das vielleicht auch für die CDU gelten könnte? Und können Sie sich offen für eine ÖVP-SPÖ-Regierung aussprechen, dass Ihnen das lieber ist als ÖVP und FPÖ? Und weil Sie ja gestern Abend schon gleich mit ihm telefoniert haben. Und Herr Althusmann, eine Frage. Aus der Union kam ja auch so ein bisschen die selbstkritische Haltung nach der Bundestagswahl. Hätte es von Berlin aus selbstkritischer zugehen sollen, dieses Signal, wir haben verstanden. Können Sie beschreiben, ob das für Ihren Wahlkampf in der Schlussphase noch eine negative Beeinflussung hatte? Also eine negative Beeinflussung insofern, dass nicht klar gesagt, also die Demut nicht so zutage getreten ist wie bei der SPD. Also ich glaube das nicht, dass ich die, in der Rolle bin, die österreichische Regierungsbildung zu kommentieren und meine Wunschkonstellation hier deutlich zu machen. Das muss in Österreich selbst entschieden werden. Das machen wir ja bei uns in Deutschland auch so. Zweitens, was die Wahlkampagne und die neue Volkspartei, wie sich ja die ÖVP nennt, anbelangt, habe ich durchaus darüber berichtet und wir haben
glaube ich, selber auch im Wahlkampf ja einige Ansätze gehabt, die durchaus in die Richtung gehen. Ich sage mal, wenn wir nicht die vielen jungen Leute gehabt hätten von dem Connect 17-Team, dann wäre der Wahlkampf sehr viel zurückhaltender und vielleicht auch nicht so schwungvoll hätte er stattgefunden. Auch das Programmhaus war ein Versuch, aus den eingefahrenen Schienen auszubrechen. Ich weiß, dass ich, wenn nicht laut, so doch leise dafür sehr kritisiert werde, aber ich fühle mich gerade durch den Wahlkampf, den auch Kurz gemacht hat in Österreich, bestätigt, dass wir neue Wege gehen müssen, um neue Menschen zu erreichen. Er hat ja einfach auch Seiteneinsteiger in seine Liste genommen, um aus Verkrustungen herauszukommen. Da ist es nun wiederum so, dass man da auch eine Balance finden muss. Aber wir haben da heute drüber gesprochen und wie wir auch gerade in Zeiten der Digitalisierung mehr Menschen erreichen, wirklich ansprechen, die jetzt nicht zum Umfeld der klassischen CDU gehören, das wird eine der ganz großen Aufgaben in der Zukunft sein. Ja, um es offen anzusprechen, hätte die Bundestagswahl zu dem erhofften Ergebnis geführt, wäre sicherlich die Ausgangslage für die CDU Niedersachsen, da wir nur 3 Wochen Zeit hatten, vielleicht einfacher gewesen. Aber das alleine nur darauf zurückzuführen, wäre sicherlich zu einfach. Ich bin immer für eine sehr offene Ansprache, auch von eigenen Fehleinschätzungen mit Blick auf unsere Landtagswahl. 3 Wochen sind eben sehr, sehr kurz. Wir haben allerdings versucht, 2 Wahlkämpfe quasi parallel zu halten. Ob am Ende auch Pendeleffekte, also nach dem Motto auf Bundesebene kommt es zu anderen Fragen, auf Landesebene müssen wir das wieder ausgleichen, oder aber sogar Mitleidseffekte eine Rolle gespielt haben, das werden wir sehr genau analysieren. Wir werden uns jetzt als Niedersachsen-CDU wirklich die Zeit nehmen, sehr genau hinzuschauen, was war gut, was war schlecht. Es war nicht alles Gold, was glänzt, das wissen wir. Aber eine Partei ist auch dazu da, vieles besser zu machen. Und wir blicken jetzt mutig und entschlossen nach vorn. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Frau Tenfelde, bitte. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage. Sehen Sie sich geschwächt, wenn Sie in die Sondierungen für Jamaika im Bund eingehen, wenn Sie die beginnen? Herr Althusmann, es war nicht alles Gold, was glänzt. War es ein Stockfehler, die Überläuferin Twesten sozusagen wie eine Trophäe zu präsentieren? Also ich gehe, oder wir als CDU und als Union gehen in diese Sondierung als mit dem Selbstverständnis, dass wir die stärkste Kraft unter diesen Sondierungen sind, dass wir fair mit allen verhandeln wollen. Aber das Ergebnis der Niedersachsenwahl sehe ich nicht so an, dass das eine Schwächung für diese Aufgabe ist, sondern wir haben unser Wahlziel nicht ganz erreicht. Wir haben in diesem Jahr 3 Landtagswahlen gewonnen. Wenn Sie mich im Januar gefragt hätten, bei 4 Landtagswahlen in diesem Jahr, was so meine Prognose ist innerlich, dann habe ich mit einem solchen Ergebnis nicht gerechnet. Ich hätte es der niedersächsischen CDU von Herzen gegönnt und habe auch mich dafür eingesetzt. Es hat nicht gereicht. Das muss man sagen. Trotzdem ist Rot-Grün dort auch abgewählt. Und wir sind klar stärkste Partei geworden oder Formation geworden in der Bundestagswahl. Da gibt es einiges zu analysieren. Das habe ich ja gesagt. Wir müssen Wähler versuchen, auch wieder zurückzugewinnen durch gute Politik. Gar keine Frage, aber in diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden aus CDU und CSU. Ja, Fraktionswechsel von der einen zur anderen Partei hat es nach meinem Kenntnis in der Bundesrepublik ca. 130 Mal gegeben. Insofern kein völlig ungewöhnlicher Vorgang. Wenn ein AfD-Abgeordneter zur SPD in Thüringen übertritt, um die dortige Einstimmenmehrheit zu retten, ist das offensichtlich völlig in Ordnung. In Niedersachsen ist eine Grüne zur CDU übergetreten, aus persönlicher Überzeugung. Wir haben nicht das scharfe Schwert des Misstrauensvotums gezogen, sondern uns an die verfassungsrechtlich gebotene Lage gehalten, nämlich den Landtag aufzulösen. Und das geht nur mit 2/3 Mehrheit, also mit den Stimmen der SPD. Insofern ist es in der Tat, das gilt es selbstkritisch einzuräumen, der SPD gelungen, daraus eine Legendenbildung zu stricken, die jeder Grundlage entbehrt. Das habe ich mehrfach betont. An dieser Stelle hat man schon versucht, mit diesem Argument zu arbeiten. Und letztendlich kann ich nur feststellen, das ist sicherlich insgesamt ein Vorgang, der für den einen oder anderen eine hohe Relevanz besaß.
Aber am Ende sind wir nach wie vor auf einem relativ hohen Niveau als CDU, zweitstärkste Kraft in Niedersachsen zu sein und haben einen politischen Verantwortungsauftrag. Den werden wir in welcher Konstellation auch immer dann auch wahrnehmen. Herr Ziedler, bitte. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vorher die Leitlinien, die Sie beschlossen oder festgelegt haben, erwähnt. Heute können Sie uns etwas sagen dazu, welchen Status diese haben. Sind es also die Gebiete, auf denen die Union sich als stärkste Kraft besonders dringend durchsetzen will, sage ich mal, in den Gesprächen? Und wenn ich richtig aufgepasst habe, haben Sie die Themen Klima und Energie nicht erwähnt. Inwiefern kann man jetzt daraus schließen, dass Sie dort vielleicht in Richtung Grüne offen sind für etwaige Kompromisse? Das zeichnet sich ja schon ab, dass die Gespräche dort vielleicht besonders schwierig werden könnten. Dankeschön. Letzteres ist nicht der Fall. Ich kann jetzt nicht alle Themen aufzählen. Ich glaube, die Themen Klima und Energie werden auch von anderen Partnern dort eingebracht. Wir haben aber natürlich auch einen hohen Anspruch an Klimaschutz. Ich habe schon Themen genannt, die uns jetzt auch sehr wichtig sind, auch im Blick auf die Bundestagswahl, im Blick auf die Probleme, die wir zu lösen haben. Die Themen Rente und Pflege haben eine große Rolle gespielt. Das Thema der ländlichen Räume hat eine große Rolle gespielt. Und deshalb sind das schon Themen, die wir mit Nachdruck einbringen wollen. Das heißt aber nicht, dass wir über andere Themen nicht sprechen werden. Und wir haben heute auch ganz ausdrücklich gesagt, wir fangen jetzt nicht mit irgendwelchen roten Linien an als erstes, sondern wir sagen einfach mal positiv, was wollen wir gestalten, wo glauben wir, muss etwas geschehen und was braucht damit Deutschland. Und ich finde richtig, dass wir in dieser Art und Weise an diese Gespräche herangehen. Dann wird es noch ausreichend Konflikte sowieso geben. Da macht sich keiner Illusionen darüber. Herr Rinke, bitte. Ja, Frau Bundeskanzlerin, auch nochmal Nachfrage zu Jamaika. Aus der CSU kam heute der Hinweis, dass ja alle drei Parteien, die verhandeln, außer der CSU, in Niedersachsen verloren haben. Sehen Sie jetzt unabhängig von Ihrer Person eine neue Schwierigkeit, auch atmosphärische Schwierigkeit, weil Sie mit Partnern verhandeln, die sich überlegen müssen, ob eine Regierungsbeteiligung für Sie wirklich attraktiv und gewinnbringend ist? Und eine Frage an Sie beide, weil die AfD ja in Niedersachsen unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Sehen Sie irgendwelche Lehren, die man aus dieser Wahl für den Umgang mit der AfD ziehen kann? Also es war gestern eine Landtagswahl und so sehr wir immer sagen, wir verlieren und gewinnen gemeinsam und das haben wir an den Tagen des Gewinns in diesem Jahr gemacht, das machen wir heute, wenn das Wahlziel nicht erreicht wurde, so sehr bleibt es doch eine Landtagswahl. Man sieht das ja auch daran, dass die Menschen sehr, sehr gut wissen, was sie wählen, was sie tun. Die Frage der Zufriedenheit mit der Landesregierung ist von Bernd Althusmann genannt worden. Wenn man mal vom Bundestrend spricht und sich mal anguckt, was er weil für ein Ergebnis hat im Gegensatz zum Bundestrend der SPD, dann kann ich nur sagen, sieht man, dass hier landespolitische Entscheidungen sehr im Vordergrund gestanden haben. Dass die Grünen sehr viel verloren haben, könnte ja auch was damit zu tun haben, dass das Ende dieser rot-grünen Regierung etwas mit den Grünen zu tun hat. Also das kann man nicht eins zu eins sagen, aber ich glaube, hier haben landespolitische Themen schon eine sehr große Rolle gespielt. Und wir haben jetzt eine Aufgabe aus der Bundestagswahl. Und diese Bundestagswahl, da haben uns die Menschen einen Auftrag gegeben mit ihrem Wahlergebnis. Und da die Sozialdemokratie sich ja noch vor Ablauf der ersten Stunde nach Schließung der Wahllokale entschieden hat, staatspolitisch sozusagen für sich die Rolle der Opposition zu wählen, ist dieser Auftrag ja noch manifester geworden. Und Sie sehen ja auch an den Umfragen, die über Jamaika gemacht werden, dass die Wählerinnen und Wähler durchaus den Eindruck haben, die Politik soll jetzt bitte schön was daraus machen. Und diesem Auftrag stellen wir uns jetzt. Und der hat sich durch die Niedersachsenwahl nicht verändert. Also die Linken und die AfD in Niedersachsen zusammengenommen haben fast 11%. Die Linken sind knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Die AfD ist mit 6,2% drin, hat 9 Sitze. Was ist daraus abzuleiten? Wir werden uns in der politischen Auseinandersetzung mit der AfD jetzt erstmals im Parlament tatsächlich den Fragen stellen, aber vielmehr den Antworten stellen müssen. Und ich glaube sogar, dass wir am Ende diejenigen bei der AfD entzaubern können, indem wir klar machen, was wir an Argumenten diesen Parolen entgegenzusetzen haben. Allgemein betrachtet finde ich,
dass wir in der Politik immer aufpassen müssen, dass wir nicht in so eine selektive Wahrnehmungsfalle geraten. Das ist so ein bisschen ein selbstreferenzielles System zwischen Ihnen und uns. Wir unterhalten uns sehr gerne mit Ihnen als Journalisten über Politik und umgekehrt. Hin und wieder könnte es sein, dass es daneben auch noch eine reale Welt gibt. Und sich dieser realen Welt wieder zuzuwenden, ist Aufgabe der Union. Den ganz klassischen Alltagssorgen. Und damit entziehen wir der AfD und den Linken den Boden für die Zukunft. So verstehe ich den Auftrag der Union auch in Niedersachsen. Herr Delfs, bitte. Frau Bundeskanzlerin, auch noch mal mit Blick auf die jetzt anstehenden Sondierungsgespräche. Wenn Sie sagen, Sie rechnen mit sehr schwierigen Gesprächen, heißt es denn auch, dass Sie diese Phase der Sondierungsgespräche, dass Sie sich noch länger hinziehen als jetzt diese Woche? Sehen Sie da die Gefahr oder schon jetzt hier relativ schnell auch in richtige Koalitionsverhandlungen einzutreten? Und vielleicht noch mal eine Frage an Herrn Altusmann. Gestern Abend haben Sie ja schon von einem Gestaltungsauftrag geredet, den die Wähler Ihnen auch aufgetragen haben. Jetzt heute klingen Sie etwas vorsichtiger, wenn Sie sagen, na gut, Opposition wäre für Sie natürlich auch eine passende Position oder Rolle, die Sie denn spielen werden als Fraktionschef. Wie sehen Sie das? Sehen Sie nach wie vor einen Gestaltungsauftrag oder eher sehen Sie sich da eher in der Opposition in Niedersachsen? Wenn ich es nochmal wiederhole, ich habe erstmal gesagt, dass ich sehr konstruktiv und auch mit guter Stimmung und dem klaren Auftrag, zielführend Sondierungsgespräche zu führen, hineingehe und habe dann hinzugefügt, Konflikte wird es schon noch und Schwierigkeiten wird es schon noch geben. Dazu sind wir ja auch verschiedene politische Formationen. Aber das stelle ich jetzt gar nicht in den Vordergrund. Was die Sondierungsgespräche anbelangt, so werden sie deutlich länger dauern als diese Woche. Wir treffen uns ja in dieser Woche zum allerersten Mal. Und Sie wissen, dass die Grünen beim Übergang von den Sondierungsgesprächen zu den Koalitionsverhandlungen einen Parteitag haben, dass dafür ein Papier ausgearbeitet werden muss. Und das muss schon in den wichtigen politischen Punkten deutlich machen, wohin die Reise geht. Das ist uns auch recht. Denn wenn man erst einmal in Koalitionsgesprächen ist, dann ist sozusagen der Erfolgsdruck halt noch mal wieder höher. Und ich finde, angesichts dieser außergewöhnlichen politischen Konstellation, die es ja so in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat, ist es richtig, die Sondierungsgespräche sehr intensiv zu führen, auch in vielen Themenbereichen zu führen und nicht nur sozusagen ein- oder zweimal ein persönliches Kennenlernprogramm zu machen. Da wird es also wirklich um politische Inhalte gehen. Und dass die, sagen wir mal, Einzigartigkeit oder Neuartigkeit dieses Herangehens oder dieser politischen Formation zeigt sich auch darin, dass wir auch jetzt schon gesagt haben, wir werden zum Abschluss dieser Verhandlungen auch einen Parteitag machen. Und wir werden in der Phase, wenn wir mit den Sondieren fertig sind und wenn bei den Grünen zum Beispiel auf einem Parteitag darüber entschieden wird, ob man Koalitionsverhandlungen aufnimmt, werden wir eine Klausurtagung machen. Eine Klausurtagung, die A, nochmal den Inhalt hat, das Wahlergebnis zu analysieren und B, auch mit dem gesamten Bundesvorstand darüber spricht, wo stehen wir und kann auch von unserer Seite aus der Weg in Koalitionsverhandlungen gegangen werden. Also ich rechne da mit mehreren Wochen. Also eine Opposition, die ist ja nicht dazu da, die Hände in den Schoß zu legen und passiv das Geschehen über sich ergehen zu lassen. Deswegen verstehe ich eine Opposition auch immer so, dass man damit auch gestalten kann. Alles andere stellt sich im Moment nicht. Der Ministerpräsident mit seiner SPD hat den Ball in seinem Feld. Er wird diesen Ball spielen. Er hat einen Regierungsauftrag bekommen und er wird mit allen demokratischen Parteien sprechen. So offensichtlich auch mit uns. Anbiedern werden wir uns nicht. Vielen Dank für Ihr Kommen. Einen schönen Mittag noch. Ja, meine Damen und Herren, soweit also die Pressekonferenz. Ganz interessant, was die Bundeskanzlerin zu den Sondierungsveranstaltungen diese Woche gesagt hat. Das wird nicht die einzige Woche sein. Davon ist auch keiner hier im politischen Berlin ausgegangen. Aber in der Tat hat sie
die Dimension der Verhandlungen ja noch einmal gerade gerückt. Sie hat gesagt, am Schluss muss es ein Papier geben, da die Bündnisgrünen zum Beispiel einen Parteitag veranstalten. Die CDU, CSU will da eine, nein, ich glaube nur die CDU will eine Klausurtagung machen, die Wahlen aufarbeiten und dann auch darüber empfinden, ob man dann in Koalitionsveranstaltungen eintritt. Also das sind ja langwierigere Prozesse. Die Bundeskanzlerin sprach von mehreren Wochen. Das passt vielleicht nicht ganz damit zusammen, was der eine oder andere schon gesagt hat, dass man bis Weihnachten eine Regierung haben will, mal abwarten. Denn so wie Angela Merkel das beschrieben hat, könnte es ja sein, dass diese Sondierungsveranstaltungen schon eine Form von Koalitionsvertrag dann in sich tragen. Man nicht nur schriftlich etwas fixiert, sondern schon sehr tief eintaucht in die Materie. Das war früher etwas anders, aber durch die besondere Konstellation könnte das natürlich der Fall sein. Rausgekommen ist auf jeden Fall hier, dass Bernd Altusmann heute etwas demütiger auftritt als gestern und jetzt in Ruhe abwarten wird, was passiert dort in Hannover. Für die CDU geht es weiter nach vorne, für die Bundes-CDU nämlich in diese Wochen der Verhandlungen. Und wer die Bundeskanzlerin schon lange begleitet, der hat auch gemerkt, dass sie durchaus etwas angepiekst ist, sage ich mal. Denn ihr Hinweis auf die Diskussionen hier heute Morgen endete damit, dass sie gesagt hat, man muss dann auch einsehen, wenn man die Flüchtlingszahlen begrenzen will, dass man mit irgendjemandem Verträge machen muss, nämlich zum Beispiel mit der Türkei. Da muss es wohl Diskussionen heute auch gegeben haben, auch im Hinblick auf die Frage, wie man mit den Grünen verhandelt. Der eine oder andere wird dann noch mal in Frage gestellt haben, ob die letzten zwei Jahre so glücklich gelaufen sind. Also das werden wir nie ganz rauskriegen. Aber in der Tat war Angela Merkel an der Stelle für ihre Verhältnisse sehr angefasst und hat es hier noch einmal deutlich gemacht. Wenn Sie das noch einmal im Überblick dieser letzten Stunde einschätzen, war das, was die CDU-Vorsitzende gesagt hat, eher ein "Wir haben verstanden" oder eher ein "Weiter so"? Also es war eher ein "Weiter so". Ich habe es ja gerade versucht auszuführen, indem sie noch mal darauf beharrt hat, dass sie ja doch einiges getan hat, um diese freie Aufnahme von Flüchtlingen zu begrenzen in der Zusammenarbeit mit dem türkischen Staatspräsidenten und mit der Türkei. Das war eigentlich die einzige Stelle, wo man gesehen hat, dass sie auf ihrer Position beharrt und dass sie natürlich ihre Handlungsweise der letzten zwei Jahre nicht grundsätzlich in Frage stellt. Das kann man auch nicht verlangen, dass sie jetzt verstanden hat, worum es geht im Sinne ihrer Kritiker. Das kann man von dieser Pressekonferenz nicht ableiten, zumal diese Kritiker ja auch nicht unbedingt in der Mehrheit sein müssen. Wir haben es bei den beiden Ministerpräsidenten heute Morgen sehr gut vorgeführt bekommen. Herr Haselhoff, der sagte, wir müssen auch die rechte Flanke schließen. Und der Herr Günther, der gesagt hat, die CDU ist gut beraten, da zu bleiben, wo sie ist, in der Mitte. Also dieser Kampf scheint mir in der CDU-CSU noch nicht ganz ausgekämpft. Arbeit. Wenn Sie sich unterschiedliche Umfragen in den letzten Jahren angucken, konnte die Landesregierung in Niedersachsen immer auf ein hohes Maß an Zufriedenheit schauen. Und ohne diesen Sockel an Zufriedenheit wäre es auch gar nicht anders gegangen. Oder wenn derzeit nach meinem Beitrag zum Wahlergebnis gefragt wird, ohne jahrelange Arbeit ist so etwas nicht vorstellbar. Ich glaube, dass das auch mit Gründe sind, die in Niedersachsen dazu beigetragen hat, dass bei uns alles gepasst hat. Und aus all dem können Sie aber auch natürlich entnehmen, dass da, wo so andere Bedingungen herrschen, dann auch andere Ergebnisse hoffentlich wahrscheinlich die Folge sein werden. Bitte schön. Philipp Neumann, Funke Mediengruppe. Herr Weil, können Sie noch mal erklären, warum Martin Schulz der richtige Parteivorsitzende ist? Und wollen Sie selbst Parteivize werden? Nein, will ich nicht. Und ich kann Ihnen gerne erklären, warum Martin Schulz der richtige Parteivorsitzende ist. Manche von Ihnen oder jedenfalls meine Kollegen von Ihnen aus Berlin waren dabei beim Wahlkampfauftakt der SPD vor etwa zwei Wochen in Cuxhaven und waren, wenn ich die Berichte recht verstanden habe, ein wenig erstaunt darüber, wie Martin Schulz dort empfangen worden ist. Das ist aber keine Ausnahme, denn Martin Schulz genießt unverändert eine tiefe emotionale Verbundenheit seiner Mitgliedschaft. Das ist in Niedersachsen so und ich möchte annehmen, dass das auch in anderen Bundesländern und anderen Landesverbänden der Fall ist. Die SPD bundesweit hat jetzt im Rahmen ihres Erneuerungsprozesses wirklich eine ganze Reihe von schwierigen Aufgaben. Dafür ist es zwingend notwendig, dass wir eine Spitze haben, eine Parteiführung haben, die diesen Prozess steuert, die aber auch nicht nur auf der rationalen, sondern auch auf der emotionalen Ebene
sagen wir mal, sich einig mit der Mitgliedschaft weiß und vor allen Dingen auch umgekehrt. Und das empfinde ich in Verbindung mit seiner Integrationskraft als unschätzbare Vorteile von Martin Schulz. Und deswegen hat er meine volle Unterstützung. Das habe ich so oder so ähnlich vor den Wahlen gesagt bei uns und das wiederhole ich gerne. Herr Kollege. Henning Bethke vom Flensburger Tageblatt. Herr Weil, Sie haben gesagt, das Ergebnis beflügelt Parteifreunde, die wissen wollen, wie man Wahlen gewinnt. Was können denn die Genossen auf Bundesebene von Ihrem Wahlkampf der niedersächsischen SPD lernen? Was können Sie sich abgucken? Und die zweite Frage, Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht stellvertretender Bundesvorsitzender werden. Den Anspruch könnten Sie jetzt ja erheben. Warum wollen Sie es eigentlich nicht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt hätte. Ich habe immer gesagt, dass mich diese Frage nicht belastet und dass wir darüber zu gegebener Zeit miteinander reden werden. Ich werde mich in jedem Fall sehr engagiert einbringen in den Erneuerungsprozess der SPD. Sie haben doch gerade gesagt, Sie wollen nicht als stellvertretender Bundesvorsitzender kandidieren. Als Parteivorsitzender werde ich ganz bestimmt nicht kandidieren. Als Stellvertretender? Ach so, Entschuldigung. Nein. Gottes Willen, nein. So schnell geht das hier. Ja, die Berliner sind immer zu schnell für einen, wenn man so tief aus der norddeutschen Tiefebene kommt. Also noch einmal, Martin Schulz hat meine volle Unterstützung und was mein Wort in der SPD angeht, mache ich mir keine Sorgen und welche Beiträge ich dazu in den nächsten Jahren leisten kann, an welchen Stellen, mit oder ohne Parteiamt, das werden wir ganz in Ruhe besprechen, aber es ist kein Thema, das mich in Ernst sonderlich bewegt. Was kann die Bundes-SPD lernen? So, wenn Sie so fragen, würde ich sagen, gar nichts. Und zwar deswegen, weil der niedersächsische Landtagswahlkampf keine Blaupause für andere Wahlkämpfe ist. Da komme ich noch mal auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, dass es eben sehr unterschiedliche Bedingungen jeweils sind. Das gilt für die jeweilige politische Ebene, das gilt aber auch für die konkreten Bedingungen, unter denen Wahlkämpfe stattfinden. Es gibt vielleicht das eine oder andere, was sich wirklich lohnt, auch näher betrachtet zu werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe in diesem Landtagswahlkampf gerade mal 4 Reden gehalten, nicht mehr. Und die an 2 Tagen, weil wir da jeweils Doppelveranstaltungen gemacht haben. Und im Übrigen habe ich nur noch Bürgerversammlungen durchgeführt, die sich von dem klassischen Format dadurch unterscheiden, dass nicht ich die Themen bestimme durch eine mehr oder weniger wuchtige Rede, sondern dass die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Themen bestimmt haben und ich darauf zu reagieren hatte. Was automatisch zu einer Gesprächssituation führt, was nach meinen Erfahrungen automatisch auch dazu führt, dass es wesentlich konzentrierter zugeht, aber vielleicht, dass die Leute auch durchaus zufriedener wieder nach Hause gehen. Also eine deutlich dialogische Form des Wahlkampfs, als das klassischerweise der Fall ist. Und ich persönlich bin von diesem Format sehr überzeugt. Es mag aber dann auch immer eine Frage des jeweiligen Kandidaten, der Kandidatin sein. Aber für Niedersachsen war es jedenfalls genau die richtige Form der Wahlkampfführung. Herr Jung. Weil, was mich persönlich interessiert, Sie sind ja einer der Involvierten in einem der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Sie sind da auch mitverantwortlich für. Wie schafft man das, das Thema aus dem Wahlkampf zu halten, beziehungsweise trotzdem von seinen Bürgern wiedergewählt zu werden? Herr Jung, mit allem Respekt, da waren jetzt gleich verschiedene Sachen drin, die ich nicht unwidersprochen lassen wollte. Erstens, ich bin nicht verantwortlich, ich bin mitverantwortlich für die Aufarbeitung dieses Skandals. Da mache ich ehrlicherweise schon einen großen Unterschied zwischen der Entstehung und der Aufarbeitung von Dieselgate. Und zweitens, es war beileibe nicht so, dass Volkswagen nicht Wahlkampfthema gewesen ist. Dafür hat schon meine politische Konkurrenz gesorgt, die dieses Thema in der ihr angemessen erscheinenden Art und Weise angesprochen hat. Es mag allerdings durchaus sein, dass in Niedersachsen dieser Schuss nach hinten losgegangen ist. Und zwar deswegen, weil ich sehr klar zum Ausdruck gebracht habe, dass ich mich, was das Problembewusstsein angeht in Sachen Dieselgate, ungern von irgendjemandem übertreffen lasse. Dass ich aber davor warne, dieses Thema, das für Niedersachsen von entscheidender Bedeutung ist, sagen wir mal zum Gegenstand von billigen Wahlkampfauseinandersetzungen zu machen, also